Hat ja auch noch Magier. Dann gucken wir mal. Komm, red mit mir, Bu. Magie zu Ehren. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Kor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte. Kor Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Kor Angar ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle 5 der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das unglaublich viel magische Energie? Richtig. Doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die 4 restlichen Fokussteine. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser 4 magischen Steine in unserem Besitz. Ich bin bereit, diese 4 Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärst ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt, aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braut die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Na gut, dann reden wir mit Riordian. Magie zu Ehren. Saturas schickt mich. Ah, komm näher. Ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. So, schauen wir mal, ob wir beim Einbrechen können, dass mich haut. Und dann vermüllen wir, hätte ich gesagt.
Links, links, rechts, rechts, nein. Links, links, rechts, links, 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 nein. Links, links, rechts, links, links, rechts, rechts, nein. Backsalber, so. Okay. So. Jetzt schauen wir, was passiert, wenn ich auf ihn drauf haue. Was aus dem Wasser fällt, wenn man auf ihn drauf haut. So, wenn du hast Schnelligkeitstrank. Dank der Geschwindigkeit, Schnelligkeitstrank. Geschicklichkeit plus 3 permanent. Stärke plus 3 permanent. Das ist immer sehr gut. So, schauen wir. Jetzt müsst ihr den Ring wechseln, Kina. Super, jetzt werden Ringe wieder am Bogen geschmissen. Das ist was, was ich super immer wieder super zusammenbringe. Du sollst den ausziehen und den auch. Schauen wir, was ausspuckt, wenn wir ihn umhauen. Zwei voran und Laborflasche. Ich weiß, dass das Beste ist, was ich gerade gemacht habe, aber. Bleib liegen, ich bin noch nicht fertig mit dir. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Ja. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Ah, lass uns lieber okay. Ich will nicht abstechen, aber. Danke für deine Tränke. Ich weiß, ich bin ein wenig unorthodox in mancher Hinsicht, aber. Es kann nicht verrückt sein, wenn es funktioniert, ja, wisst ihr? Das wirst du noch bereuen. Magie zu Ehren. Okay, passt. So. Lass uns lieber überraschen. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Jagd nach Fokussteinen. Irgendwo gehört auch die Welt. Ich brauche eine Fackel. Das ist das, was ich gerade suche. Man muss eben aufpassen, was du hast. Wenn einer von den 99 gesehen hat. Ich mag nicht wissen, wie wenn man den Rucksack von dem Typen darstellt, was der alles mithört. Warwick. Oh, wahrscheinlich hast du recht. Wenn du meinst. Geh zur Seite! Ja, ja. Polygrot. Also ich hab tipp da, also wenn ich die Orte abchecken muss. Also ich vermute mal, dass einer von den Fokussteinen bei der Skelettarmee oben liegt am Hügel links vom Lager. Das ist mal der erste Punkt, den ich check. Habe ich jetzt irgendeine Angabe gekriegt zu den Fokussteinen? Okay, also ich habe wirklich eigentlich keinen Hinweis gekriegt, wo die Fokussteine sind, aber meine Vermutung ist mal das Skelettgrab, das Kloster, wo war ich sonst noch? Die komische Burg, das sind schon drei, ah, ich habe Karten gekriegt, gell? Nein, total. So, jetzt muss ich nachdenken, wo bin ich? Bin ich auf der Karte nicht gezeichnet? Ja. Also. Der untere Punkt, der erste Punkt, der nächste Punkt ist die Skelettgrab. Glaube ich zumindest. Der nächste Punkt ist die Burg, wo die Harpien waren, da war ich schon. Das eine ist Kloster und die anderen zwei, das eine ist Banditenlager. Und das nächste im Wald, das ist der Fokusstein, den ich habe.
Okay, ich weiß, wo alle sind. Ausgezeichnet. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir lebend an die Dinge rankommen. Und weil es mir einfach in die Finger juckt, da ich gerade ein bisschen Sklaven in Reiswald umhauen. Mal wissen, was der Wolf ausspuckt, wirklich. Das werde ich nachher machen. Zuerst werden wir zu den Skeletten da aufmarschieren. Ich hoffe, dass der Tag anbricht, bis ich dort ankomme. Sonst wird es richtig creepy. Aber jetzt habe ich ein paar Level Hecher. Schauen wir, ob ich gegen die Skelette eine Chance habe. Oder ob ich einzelne außerpullen kann und die dann einzeln triggern kann. War ganz praktisch. Schauen wir, ob da oben wieder Mobs gespawnt sind irgendwo. Ich hoffe nicht. Aber wahrscheinlich lauter einzelne. Und ich dachte, das ist so ein Schnapper. Das wundert mich jetzt, dass ich da einfach durchpacen kann. Wenn mindestens ein Schnapper, der wieder gespawnt ist, erwartet oder ein Lurker oder irgendwas unterwegs. Weil alles ist auf dem Weg da sicher immer sowas klicken. Ja, da war ich. Okay. Das heißt, wir sind ohne jetzt Konflikt draufgekommen. Jetzt haben wir gleich bei den Skelette. Bin ich gespannt, ob irgendwann habt ihr mal hilft oder nicht. Bei der Burg oben mit den Harpien. Wer bist du? Sei gegrüßt. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir von deinen großen Taten dort erzählt. Ich bin beeindruckt. Du bist sehr stark geworden. Man tut, was man kann. Ja, ja. Immer bescheiden, was? Ich suche nach einem Fokusstein. Er muss irgendwo hier in der Gegend sein. Hört sich fast so an, als ob wir beide etwas am gleichen Ort suchen würden. Was machst du hier? Nicht weit von hier befindet sich ein uraltes Stonehenge, in dessen Mitte der Eingang zu einem unterirdischen Gewölbe liegt. Eine Art Gruft? Ja, sowas in der Richtung. In dieser Gruft gibt es etwas, das ich gerne haben würde. Warum gehst du nicht in die Gruft und holst dir, was du suchst? Oh. Das ist nicht so schnell erzählt. Dafür müsste ich etwas weiter ausholen. Erzähl, ich habe Zeit. Nun gut. Nach der Erschaffung der magischen Barriere, die uns alle hier gefangen hält, hat einer der beteiligten Magier ein magisches Artefakt dort unten versiegelt. Das Artefakt wurde versiegelt? Ja. Ein mächtiger Bannzauber bewirkt, dass der erste Grabräuber, der sich den Fokus unter den Nagel reißen will, zu einem Dasein als ruheloser Untoter verflucht wird, der fortan diese Gruft vor allen nachfolgenden Grabräubern beschützen soll. Wie kommst du dann an diesem Bannzauber vorbei? Das ist nicht mehr nötig. Vor einigen Jahren war ein Erzbaron, der zum Zeitvertreib Orks jagte, unvorsichtig genug, die Gruft zu betreten. Nun ist er der Wächter über alle Schätze dort unten. Ist dieses Artefakt einer der fünf Fokussteine? Genau. Dann kennst du die Geschichte der fünf Fokussteine wohl schon. Jetzt sag bloß, du bist auch hinter diesem Fokus her. Nein, der Fokusstein interessiert mich nicht. Ich suche einen orkischen Talisman. Was hat es mit diesem Talisman auf sich? Ich vermute, sein ehemaliger Besitzer benutzte ihn, um sich wütende Orks vom Hals zu halten. Wenn ich recht habe, kann der Talisman von großem Nutzen sein. Wir sollten die Gruft gemeinsam ausheben. Du bekommst den Talisman und ich den Fokusstein. Einverstanden. Aber da gibt es noch ein kleines Problem. Ein Problem? Ja. Der Wächter da unten in der Gruft. Kann man ihn nicht in handliche Stücke zerlegen? Zumindest nicht so einfach. Er scheint gegen die Wirkung normaler Waffen extrem widerstandsfähig zu sein. Lass mich raten. Du hast bereits einen Plan dafür, richtig? Tja, also, einen Plan habe ich schon, aber
Ich kann ihn nicht alleine durchführen. Lass hören. Ich habe hier eine Spruchrolle, die einen sehr mächtigen Zauber enthält. Der Zauber vernichtet jeden Untoten, der davon getroffen wird. Damit sollte das Ausheben der Gruft ein Kinderspiel werden. Ja, also nicht ganz. Der Wächter hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Wahrscheinlich nachfolgende Grabräuber, die wenig erfolgreich waren. Ich war bereits einmal dort unten und wäre fast getötet worden. Einer alleine kann da nicht viel ausrichten. Gib mir die Spruchrolle und wir heben diese Gruft gemeinsam aus. Gut, sehr gut. Ich hoffte, du würdest das sagen. Wir haben aber nur diese eine Spruchrolle. Benutze sie für den Wächter. Die anderen Untoten kann man auch im normalen Kampf besiegen. Verstehe. Also, wo geht es zum Stonehenge? Folge mir. Okay. Ich weiß schon, wo Stonehenge ist. So, jetzt müssen wir das nur kurz mal... Ich muss mir nur kurz da ein paar Sachen richten. Und Rote vernichten. Legen wir 4 und dann hätte ich gerne nur Licht. Okay. Dann machen wir 5. Okay. Dann brauchen wir einen Mana-Tank. Schritt 1. Okay. Da ich so wenig Mana habe, ist wurscht. So, dann machen wir jetzt dort 5. Und steuern. So. Passt, dann nehmen wir 1. Okay, passt. Und dann ist 4 unser Zauber. Nehmen wir die Fackel mit, Steuerung. Das ist die Fackel mitnehmen, gut. So. Und zerlegen wir mal alles da unten. Schauen wir, dass wir alle Skelette da unten umbringen. Und dann sind wir die beste Uhrzeit mitten in der Nacht, was zu machen. Hier sind wir. Dann starten wir den. So. Sprechen wir mal nochmal. Dann haben wir die Untoten unten um. Und dann müssen wir nachher den letzten Untot wegcasten. So, Jungs. Oder 10. Magie zu Ehren. Weiter geht's. Ich hab Skelette, ich sag's euch. Aber ich bin in der Höhle schon vor 15 Level mal reingerannt gefühlt. Nein. 10 Level war in der Höhle mal drinnen. Sehr gut. Du hast den Talisman. Hier, nimm ihn. So war unsere Abmachung. Danke, mein Freund. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. Ja, ich hau jetzt nicht um und klar den Talisman. Obwohl ich im ersten Moment überlegt habe, dass ich das durchziehe. Links, links, rechts. Ja, 400 Erz ist zwar schön und gut, aber ich gehe jetzt auf 2000 Erz und dann lasse ich den Rest liegen. Ich habe einfach das Gefühl, man braucht es nicht mehr. Wenn ich nicht irgendeine Möglichkeit finde, dass ich das alles auf einen Schlag loot. Das ist eigentlich auch, wenn ich zuschaue, dass alles einzeln umgewandert oder so. Jupp.
Gehen wir auf 2000, dann sollte man genug haben für bis zum Ende des Spiels. So, gehen wir in den nächsten Fokusstein jagen, gell? Muss ich nachher schauen, wo der ist. Was ist jetzt falsche Richtung? Ah. Ich hasse das einfach. Das ist einfach so deppert gemacht. Okay, passt. Den Rest im Erz lasse ich da. Das ist nicht interessant. Da sind nur mehr Erz drinnen. Ich weiß nicht, ob ich Erz noch für irgendwas brauche im Spiel. Das ist das, was ich gerade einfach nicht mehr beantworten kann. Dafür habe ich zu wenig Erfahrung. Das war der Grund, warum ich jetzt immer einen Teil mitnehme, aber nicht alles, weil sonst werde ich, wenn ich jetzt 500 Erz einzeln umschieben muss, dann werde ich ja verrückt. So. Gut. Wir haben jetzt den zweiten Fokusstein. Das heißt, einer ist noch im Kloster, einer ist im Diebeslager. Was erfährt man? Einer ist in die Burgruinen, okay. So, zu die Burgruinen kommen. Wo ist der schnellste Weg, ist der Frog gerade. Ich bin mal gespannt, was ich gegen die Harpien ausrichten kann. Wie viele Harpien waren das? 4? Ja, ich glaube 3 haben noch gelebt, wie ich gegangen bin. Ah, schau mal. Ja, dann sausen wir mal um. Ich. Ah, das ist der falsche. Ich mag 1, ich krieg 1. Habe ich keine Waffe angelegt, oder was? Ach ja, ich hasse das mit dem Zauber, das ist so buggy. So. So, jetzt müssen wir den Weg dann 4 oder 5 Orks begegnen, die metzeln wir einfach um. Das wird dann kein Problem sein. Weil ich glaube, die will stehen lassen, so unterwegs. Ich weiß nicht, ich bin gar nicht sicher, wie viel es waren, aber da vorne ist jetzt eine Gruppe Ork-Speer stehen. Die sollte nicht mehr so wild sein zum Besiegen. Ja. EC3, kommt hier. Ah. Okay, es sind keine Speer, es sind Kämpfer, das ist ein wenig gefährlicher, aber muss ich mich anders positionieren. Wenn sie in meinen Rücken kommen, habe ich verloren, aber sonst. Schauen wir mal, wie ich. Nein, gegen 4 sollte die eigentlich kommen normalerweise. Speichern. So, dann machen wir jetzt ein wenig eine Schummelaktion. Ja, Geschwindigkeitstank passt. So, schauen wir mal. Funktioniert es noch viel schlechter, wenn wir es anstimmen. Hm. Ja, 4 Orks sind schon hardcore. Vor allem, weil es keine Speer sind. Aber wir können wieder Licht machen, magisches, dann ziehe ich wenigstens was, wenn ich kämpfe. Das Problem ist, dass halt dann wieder immer das Licht. Ich habe keine Mana mehr. So, dann ziehen wir uns mal Schwert und dann legen wir mal. Dann marschieren wir mal noch 4. Ich kann dann mit der Armbrust probieren, dass ich es umbringe. Schauen wir mal. Ah! Ich hasse Orks, vor allem Orkkrieger in solchen Massen. Ich mag da durchgehen, weil das einfach ein kürzerer Weg ist. Das war jetzt gerade so meine Überlegung, aber ich bin, glaube ich, noch nicht stark genug dafür. So, dann machen wir es mal. Ein Weg, circa 1. So.
zusammengerannt. Ja, ab und zu ist er, das kommt drauf an, wie man die Gegner pult, wo man kämpft. An seiner Eigenstelle einfach einen Vorteil, dass sie nicht hinter einen kommen können. Und dadurch kann man es wunderbar umbringen. So, nehmen wir zu meiner normalen Lampe noch die Fackel mit. Bin ich gespannt, wo du jetzt land. Da oben ist ein Ork, ein einzelner. So, das sind zwei. Und ja. Speichern wir mal kurz und dann heilen wir uns wieder. So. Ich sehe genau gar nichts. Aha, das sind Orkunde. Nur Ork kommt, sehe ich dezent. Komm her. Aber ich sehe gerade mehr Siegel gerade nicht und das ist gerade ganz schlecht. Ich hätte gerne die Fackel, die da irgendwo liegt. Oh, ich sehe gerade gar nichts mehr. Fackel, Fackel, wo habe ich eine Fackel? Im Klumpert, ja. Da haben wir Fackel. So. Eichenblatt. Orkblatt. Irgendwas. Unaussprechbare Pflanze. Da vorne leicht irgendwas. Oh. Oh, lauf, kleines Mädchen, lauf! Keine Ahnung, wo ich gerade hier renn. Hohoho, ich hab keine Ahnung, wo ich gerade bin. Keine Ahnung, was hinter mir ist. Wow. Da rennen immer noch die Viecher. Die Frage, wie weit man die Viecher nur noch rennen? Das ist einfach vor allem in der Finsternis, weil ich einfach nicht einschätzen kann, wie viele Gegner kommen und von wo. Der Lichtzauber ist zwar praktisch, aber die ganze Zeit den aufrechterhalten ist ja ein mega Aufwand in Wirklichkeit. So, das machen wir jetzt nochmal. Genau.
Aber ja, es ist einfach. Es ist fast eins. So. Da haben wir noch Waffling lassen von den Orks von vorher, alles klar. Ja, also vier Orks waren es, zwei sind am Leben davon. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Aber schauen wir mal. Ob mir irgendwas da unterwegs noch begegnet an Orks. Ich weiß zumindest, wo ich vorher gekämpft habe, weil ich dort Fackel fallen lassen habe. Okay, bin irgendein Turm, wo man aufklettern kann. Ich kletter mal auf, hätte ich gesagt. Irgendeine Ork-Ruine gelandet wahrscheinlich. Und da sind halt sehr viele Gegner. Schauen wir mal, ob wir rund um den Turm irgendwas finden. Es müssen mindestens zwei Orks noch in der Gegend sein. Waren nicht viele mehr. Aber ich sehe im Moment einfach nichts an Lagerleichten. Da unten ist meine Fackel von vorher. Und ich bin interessiert, ob man in den Turm vielleicht rein kann oder nicht. Einfach da unten ist irgendwo Weg, da unten ist die Fackel von vorher, das heißt, da unten müssen irgendwo Orks sein. Und das war jetzt die Abkürzung, die ich nicht nehmen sollte oder wollte. Ich brauche einen Heiltrank. Und dann ist halt die Frage, woher sind die Orks gefahren vorgekommen? Sind ja schon hinter mir, glaube ich. War ich gerade heilfroh, dass ich das gerade gemerkt habe, dass die hinter mir sind.